Willkommen zum Autotest für den neuen 2er BMW Grand Tourer. Neben unserem User Manfred Königs war diesmal auch Rennfahrer Martin Tomczek mit von der Partie. Doch bevor es ab auf die Straße gehen konnte, gab es erstmal eine kurze Einweisung vom DTM-Star. Ja, Sitzposition wird von vielen vernachlässigt. Man sitzt immer so, wie es am bequemsten ist. Genau. Stimmt aber meistens nicht von der Sicherheit her. Fangen wir mal mit dem Abstand zu den Pedalen, mit der Sitzlängenverstellung an. Da tretet man einfach mal voll die Kupplung durch. Da sollte das Bein nicht gestreckt sein. Dann haben wir bei den neuen Modellen von den Autogenerationen die Möglichkeit, das Lenkrad zu verstellen in der vertikalen und in der senkrechten, was uns natürlich erheblich hilft. Wir gehen jetzt gar nicht weiter ins Detail, bloß eine wichtige Sache noch, und das vergessen alle: Kopfstütze. Die Kopfstütze sollte möglichst die obere Teil sollte abschließen mit ihrem Kopf. So, wie fühlt sich an? Eigentlich sehr bequem. Okay, gut, ja? Dann haben wir schon mal ordentlich. Das ist erreicht. Auch schon mal was wert. Gut, wunderbar, dann starten wir. So, die ersten Meter, wie fühlt sich's denn an? Sehr gut, sehr bequem. Sitzposition, sehr bequem. Ja, Sitzposition. Ja, das musstest du ja jetzt sagen. Ja, aber man merkt schon, wie man höher einfach sitzt. Es ist einfach angenehm, das Fahren. Es ist überschaubarer, man hat große Fensterflächen. Und gerade im Stadtverkehr oder auch auf der Autobahn ist es natürlich schon sensationell, einfach die Übersicht zu haben. Ja. Ja. Gut, wir haben natürlich jetzt hier fast alle Annehmlichkeiten. Wir haben ein Navigationssystem drin, wir haben Klimaautomatik drin. Vollen Tank. Einen vollen Tank, der ist immer gut bei Fahrzeugen. Das Multifunktionslenkrad, was natürlich am Anfang ein bisschen ungewohnt ausschaut, weil recht viele Knöpfe drauf sind, aber man gewöhnt sich da recht schnell und man kann wirklich heutzutage fast alles vom Lenkrad bedienen. Und dann erleichtert das natürlich schon einiges und man kann sich ja mehr auf den Straßenverkehr wieder konzentrieren. Ja, Wendekreis ist natürlich auch so ein Thema, was man nicht unterschätzen darf, vor allem im Stadtverkehr. Und Durchzug? Sehr gut. Ja? Ja, merkt man sofort. Sobald, ja, absolut. Sehr gut. Sobald man das Gas ein bisschen durchdrückt, geht er ab. Sehr gut. Na, Sicherheit wird ja heutzutage auch ganz groß geschrieben. Wir haben natürlich hier alles mit Airbags ausgestattet. Auch eine Auffahrwarnung mit Notbremseingriff ist hier in dem Auto mit verbaut. Also wirklich, um die Sicherheit zu gewährleisten. Aber das ist einfach der Fortschritt der Technik heutzutage. Wir haben auch ein adaptives Fahrwerk, das heißt, man kann einen Sportmodus wählen oder einen Eco-Pro-Modus, um einfach nochmal sich spezieller auf den Fahrer einzustellen oder das Auto spezieller auf den Fahrer einzustellen. Ja, der Sound makes the music heißt ja absolut, immer. Absolut, absolut. Das ist auch beim Auto so. Da kann ich ein Lied davon singen als Rennfahrer. Aber er fährt wirklich schön. Du merkst wirklich nicht, wie schnell du fährst. Nein. Er beschleunigt einfach hoch und hat gutes Drehmoment. Sehr gut. Aber er ist schon durchzugstark, ja? Absolut. Also, man merkt schon, so erster, zweiter, dritter Gang. Kommt richtig gut. Da macht das Anfahren doppelt Spaß. Ich musste jetzt so schnell anfahren, weil ein LKW hinter mir ist. Natürlich.